Ich spreche über die Erhöhung der Forschungsprämie. Wir wissen ja, es ist eine Binsenweisheit, Forschung und Entwicklung ist ganz, ganz was Wichtiges für die Arbeitsplätze, für den Standort, für die Republik. Wir wissen auch, dass wir, was den Input, also die Aufwendungen betrifft, hier europaweit durchaus an der Spitze liegen, mit ungefähr 3% des BIP. Wir wissen aber auch, dass wir seit Jahren es nicht schaffen, von der Gruppe der Innovation Follower in die Gruppe der Innovation Leader zu kommen. Und da gibt die Evaluierung dieser Forschungsprämie doch Hinweis darauf, woran es krankt, woran es mangelt. Und es sind zwei große Bereiche, wo wir erheblichen Verbesserungsbedarf haben. Der eine Bereich ist, wir haben viel zu wenig privat finanzierte Grundlagenforschung. Die sogenannte privat finanzierte Grundlagenforschung findet im Wesentlichen in großem Ausmaß in multinational tätigen Konzernen statt, angelehnt an eine universitäre Infrastruktur, die wir haben, eine ausgezeichnete universitäre Infrastruktur in Österreich. Es mangelt daran, dass wir nicht in der Lage sind, Konzerne, international tätige Konzerne dazu zu bringen, ihre Headquarters nach Österreich zu bekommen. Also es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen sozusagen guten Konzernen und nicht guten Konzernen. Die guten Konzerne aus unserer Sicht sind jene, die ihre Headquarters in Österreich haben, mit angelehnter, starker, privat finanzierter Forschung. Die bösen, schlechten Konzerne sind jene, die ihre Headquarters in Steueroasen haben und hier Wettbewerbsvorteile gegenüber insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen in Österreich haben, die wir nicht so akzeptieren wollen. In diesem Sinne ist diese Erhöhung der Forschungsprämie durchaus sinnvoll, hier die Standortattraktivität des Standortes Österreichs zu erhöhen. Ich würde sie weniger als klassische Forschungsinvestition sehen, als vielmehr eine Investition in die Standortattraktivität Österreichs. Und wir wissen aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass das durchaus ein Kriterium ist, eben für größere Unternehmen, Konzerne bei der Standortauswahl, und dass hier ein Plus für Österreich dasteht. Der zweite Bereich, wo es nicht funktioniert, ist der Bereich, dass wir zu wenig tun für Startups, Klein- und Mittelständler, diesen Sprung nicht schaffen, diesen Nukleus für innovative Tätigkeiten, innovative Produkte zu wenig unterstützen, die Politik hier, die Regierung hier zu wenig macht. Das hängt also sozusagen etwas zu Lasten dieser kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich fasse zusammen, dem Grunde nach gut. Vielleicht noch ein Wort zum Vorschlag der Kollegin Lichtenegger und der Grünen. Eine Erhöhung um 18%. Unseres Erachtens ergibt auch die Evaluierung, dass diese indirekte Förderung gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen eben nicht die Effekte hat, nicht greift. Insoweit glauben wir, dass eine Erhöhung auf 18% hier wenig zielführend ist, weil sie nicht die Effekte erzielen wird, die wir uns daraus erhoffen. Da müsste man sich Gedanken machen über andere Unterstützungsmöglichkeiten, etwa im Rahmen von direkten Förderungen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Deswegen werden wir diesen Abänderungsantrag der Grünen auch nicht zustimmen. Dem Grunde nach eine gute Sache. Auch die Evaluierung hat ergeben, dass das eine gute Sache ist. Das Volumen wird geschätzt mit ungefähr 120 Millionen Euro. Das ist jetzt in Relation zu Ausgaben, die wir für sonstige Bereiche tätigen, ein durchaus erträglicher, angemessener Betrag. Insoweit können wir dem zustimmen.